Herzlich willkommen, liebe Bromantiker hier bei Football Bromance TV. An meiner Seite nicht nur Björn Werner in seinem Kinderzimmer in Brandenburg bei Thorsten im Keller, sondern auch der Mann, der jetzt ein Washington Redskin ist. Der Pride der Schwäbischer Unicorns da unten. Da ist er, David Bader, grüß dich. Servus, hi, servus. Björn, hau raus, du bist heiß. Gleich. Man braucht, gib uns deine Gefühle, öffne dich. Wie fühlt sich das an? Pass auf. Wie fühlt sich das an, ein Washington Redskin zu sein? Seit 4 Tagen? Ja, irgend sowas. Diese Woche. Schieß genau. Raus. Öffne dich. NFL-Spieler. Du bist jetzt ein NFL-Spieler. Man glaubt es nicht. Es ist so wie, weißt du, man erstellt doch als Kind, macht, wenn man Madden sagt, erstellt man sich einen Spieler mit seinen Namen und alles. Und das ist irgendwann aus Deutschland. Aus München, aus deinem kleinen Kinderzimmer, wo du Madden gezockt hast, wirklich mal auf dem Feld stehen willst und denkst dir, Alter, gegen die muss ich spielen und so weiter. Das kann man nicht glauben. Ich glaube, man muss erst da sein. Ich kann es nicht beschreiben. Ich denke schon an die Arbeit, so, ja, was ich dort machen muss, wie ich mich zeigen muss, wo ich mich verbessern soll. Aber dass ich wirklich realisiere, dass ich jetzt wirklich NFL-Spieler bin, das, keine Ahnung, das habe ich noch nicht. Also, David, lass uns doch mal für die Leute, für die Zuschauer kurz mal zusammenfassen. Erzähl uns doch mal, weil viele gucken diesen Kanal und werden dich vielleicht gar nicht kennen. Deshalb, wo kommst du her? Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Welche Position spielst du und wie lange spielst du schon? Ich heiße David Bader. Ich bin 1,95 groß, 135 Kilo schwer. Spiele Defense Ends, Defense Tackle. 135? Shit, so siehst du aber gar nicht aus. 135, boah, eine gut verpackte Dinge. Ja, und auf jeden Fall, ja genau, spielt Mischung aus Defense End, Defense Tackle, je nachdem, was sie mit Gott mich brauchen. In der Hoffnung, dass ich beide spielen kann. Bin in München geboren, aufgewachsen, habe in München mit 17 angefangen, Football zu spielen. Hab da in der Jugend gespielt, bin dann hochgekommen nach Ingolstadt, hab da 2 Jahre gespielt, 3 Jahre gespielt und dann bin ich nach Schwäbisch Hall und hab da 2 Jahre gespielt. Das heißt, du bist jetzt 25. Und du wiegst verrückt. 135 Kilo, das sind 298 Pfund. Das ist schon ein ganz schönes dranes Ding. Du bist erst mit 17 zum Football gekommen. Ja. Was hast du davor die ganze Zeit gemacht? Ja, davor habe ich wie jeder andere Fußball gespielt. Aber da wurde ich auch irgendwann zu schwer mit 100 Kilo. Kann man kein Football mehr spielen. Und deswegen habe ich dann aufgehört. Dann habe ich gesagt, habe ich schon damals Football-Ding angeschaut. Wer hat dich, deine Tochter, ne? Ja, Tochter? Das war so klar. Nimm sie. Du kannst sie ruhig mit ins Bild nehmen. Hier ist alles erlaubt. Wir sind nicht beim Fernsehen. Du hast eine Tochter, korrekt? Ja, genau. Ja, super, cool. Wir haben auch alle Töchter. Wir haben alle was gemeinsam hier. Du, wir hatten dich damals zum Football gebracht. Weil mit 17 ist ja relativ spät eigentlich, ne? Irgendjemand hat sich doch wahrscheinlich gesagt, du siehst aus, du kannst Football spielen, komm mit. Ja, als die Grundschule öfters angefragt so nach Football, habe ich gesagt, naja, aber ist voll komisch, Football und ist voll mit Helm und so weiter, ist ja voll komisch. Da habe ich mich zu cool gefühlt. Und dann habe ich gesagt, ja, die sind doch alle nicht so stark. Und da war ich erst Training. Und da war es eine Wette, das ging um McDonald's. Da habe ich gesagt, ja, wenn du einmal mitgehst, dann darf ich mit McDonald's. Und dann haben wir Ohio Drill gespielt und da habe ich mich als Linebacker aufgestellt. Und da war so ein 120 Kilo Running Back, so Fullback. Und da habe ich langsam mit Fitness angefangen, war ein bisschen stärker. Und dann ist er mich übergelaufen und denke so, krass, was für ein geiler Sport. Und von diesen Art, ich hab alles probiert, als ich Football spiele. Ich wollte unbedingt Defense End spielen. Ich gehe ins Fitnessstudio, habe trainiert wie verrückt, nur dass ich Defense End spielen konnte. Also und dann, unglaublich. Von Anfang an wolltest du Defense End spielen? Du hast gesagt, du willst Defense End werden, du wurdest direkt ein Defense End? Nee, ich habe als Linebacker gezockt, weil ich nur 100 Kilo gewogen oder so. Ich sage, du bist doch zu leicht und wenn du zu den Herren hochkommst, musst du alle 120 Kilo wiegen. Und dann hatten wir Offseason, ich habe trainiert wie verrückt, da kam auf 110 und habe gesagt, nee, okay, komm, Defense End. Ich sage, du musst auch so zunehmen noch. Ich habe weit trainiert und habe zugenommen. Möchte eigentlich Defense End spielen. Aber wir müssen ja das nur mal sich auf der Zunge zergehen. Also bis jetzt 25 und mit 17 hast du gesagt, ich fange mal jetzt mal an mit diesem komischen Football-Ding. Und 8 Jahre später sitzt du bei dir zu Hause, das Telefon klingelt, Videocall und Ron Rivera ist am Telefon.
Deswegen. Das ist ja, erklär doch mal, hast du wie Björn Werner beim Draft geweint? Warst du happy? Warst du fertig mit den Nerven? Ich muss auch dazu sagen, 3 Tage davor, also direkt nach dem Draft, wo das Ende war, hat der die Leiter von dem Programm, von meinem Perfect-Programm gesagt, hey, du bist dabei. Und da muss man sagen, egal wie groß und stark du bist, egal wie cool du bist, dann kommen die Tränen. Da kannst du es nicht verhindern. Das muss man den lassen. Und da habe ich geweint wie ein Baby. Und da wusste ich aber, dass ich in den NFL komme. Und dann, wo der Coach mich angerufen hat, dass der Head Coach bei dir anruft, das ist so ein wichtiger Mann, so ein Defense Guru. Und dass er da anruft, da ich habe kein Wort rausbekommen. Ich habe kaum zugehört. Ich war einfach überflasht. Das ist unglaublich. Was hat Ron Rivera zu dir gesagt? Dass er auf mich freut, dass ich ein großes Projekt bin. Er wollte mich unbedingt haben. Da hat er nach meiner Familie gefragt, wie es in Deutschland ist und so weiter. Und dass er versucht, mich schnellstmöglich in die USA zu kriegen. Und dass er sich auf jeden Fall auf mich freut und dass ich viel Spaß haben werde. Und nochmal ganz kurz, du NFL Pathway Player Programm, da erklärst du gleich nochmal bitte für uns alle, weil wir haben alle so viele Fragen, die ganzen deutschen Football-Fans verstehen dieses Programm meistens noch gar nicht. Und, aber dir wurde gesagt, du bist in der NFL, du bist einer von den vier Spielern für dieses Jahr. Und da wusstest du aber noch nicht, welches Team du bekommst oder wo du platziert Ich wusste nicht. Genau, ich wusste nur, dass es die NFC East wird, aber es hätte ja alle 4 sein können, deswegen ich wusste nicht, wo es hingeht. Und zwischen in den 3 Tagen oder 2 Tagen, hast du dir irgendwie ein Traumszenario ausgedacht, eins von den Teams? Oder ich habe versucht, mir war es eigentlich egal, aber mir ist es egal, die Familie hat sich verrückt gemacht. Überall, jeder hat spekuliert, wo es sein könnte und so weiter. Auf jeden Fall, ich versuchte mal ein bisschen ruhig zu bleiben, mich aufs Wesentliche konzentrieren. Ich durfte noch nicht so vielen Leuten sagen, aber dann, wo es rauskam, dann ging es los. Wie schwer war das, das keinem zu erzählen in den 2 Tagen? Ich habe es mal so, meine Familie hat es erzählt und meine Freunde, mit denen ich in der Grundschule aufgewachsen bin, dem muss ich es erzählen. Und den Rest ist es schon schwer. Man weiß, dass man in den NFL kommt, aber man weiß ja nicht, wo es hingeht. Und du kannst ja keinen erzählen, wenn du nicht mal weißt, wo du hingehst. Deswegen, David, erzähl uns doch mal ein bisschen über dieses Pathway-Programm. Da wird ja immer viel spekuliert. Was ist das? Ist es ein PR-Gag? Sind die Spieler legit? Können die wirklich spielen? Kannst du irgendwann aktiviert werden? Wie gut sind die eigentlich? Ich glaube, dass viele Menschen oder viele Fans und auch Spieler gar nicht verstehen da draußen, dass du nicht in dieses Programm kommst und dich einen Ron Rivera anrufst, wenn du irgendwie nur einen deutschen Pass hast und gerade auslaufen kannst. Erzähl doch mal, was ist das Programm und was hast du alles reingepackt, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Also das Programm ist einfach erklärt, das ist quasi das Programm, die NFL hat gemerkt, hey, es gibt viele Fans aus Deutschland, aus Mexiko, aus Japan, aus sonst wo. Gemeint, hey, es sind auch viele Athleten, die körperlich das schaffen würden. Sind aber natürlich sind sie nicht so geschult wie auf dem College und bekommen nicht so viel Fachwissen mit, aber das können die in den Jahren natürlich dem beibringen und daraus haben sie ein Projekt. Die haben einen Spieler, der athletisch perfekt dazu passt, aber da fehlt natürlich noch Fachwissen. Und wenn die denen so viel beibringen können, sagen, hey, wenn jetzt ein Fan aus Deutschland jetzt spielen kann, es gibt welche, die es ins Team geschafft haben durch ein Programm, die dann trainiert haben, mittrainiert haben und dann ins Team geschafft haben. Wie Jakob Johnson letztes Jahr in dem Programm. Meine Frage ist, ich habe dich ja letztes Jahr zum ersten Mal kennengelernt, wo du an der IMG Academy warst, wo ihr die ganze Offseason von, wann fängt ihr dort an in Florida? Januar? Anfang Januar bis April. Also fast 3 Monate trainiert ihr dort. Da habe ich ja auch damals waren andere NFL-Spieler auch gerade dort und haben trainiert. Mhm. Also das IMG ist eigentlich ein Highschool, also richtig, richtig berühmtes Highschool. Da gehen reiche Kinder hin und trainieren dort und werden vorbereitet auf Profispieler. Die werden quasi, die kommen ein bisschen Schule und ist eher wie eine Sportschule, eine riesen Sportschule, eine private Sportschule. Da kommen aber auch Spieler wie Kareem Hunt war da dieses Jahr, der Running Back von den Colts, Mac war da. Da kommen ganz viele Spieler und Kicker, die dahin, da sind eine der besten Coaches und die trainieren sie halt die ganze Zeit und bereiten sich auf die neue Saison vor. Du warst ja auch letztes Jahr schon, wo Jakob Johnson sozusagen es geschafft hatte, warst du ja schon in dem Programm. Da haben wir uns kennengelernt, es hat nicht gereicht, dass du das in dem ersten Jahr reinschaust. Wie groß war die Enttäuschung? Wie groß war die Motivation, das nächstes Jahr nochmal zu probieren und zu sagen,
ich bin so nah dran, ich werde jetzt meinen Arsch aufreißen, so hart arbeiten, dass ich nächstes Jahr da reinkomme und es ist passiert. Erzähl mal ein bisschen, wie sich das alles so über die Jahre entwickelt hat, weil du bist nicht seit Januar in diesem Programm, du bist ja schon länger in diesem Programm. Ja, also letztes Jahr war ich natürlich im Programm und das ist, wenn man so kurz vor deinem Ziel ist und es einfach sagt, hey, es hat knapp nicht gereicht und ich glaube, am Anfang war ich richtig enttäuscht, also da war ich echt richtig down und weil ich einfach gedacht habe, hey, ich war so kurz davor, ich hätte es echt schaffen können, habe überlegt, was ich hätte besser machen können und ich habe nicht so viel Erfahrung wie der Jacob zum Beispiel auf dem College und so weiter, der hat es verdient, absolut, der ist der Beste damals gewesen und der hat es verdient, zu schaffen im Programm und ich war kurz davor, es nicht zu schaffen und dann kam ich wieder zurück nach Deutschland und habe gesagt, hey, ich konzentriere mich jetzt nur auf Football, habe mein ganzes Spaß quasi dieses Jahr auf den Kopf gehauen, habe dann nur trainiert, saß zu Hause, bin dann morgens aufgestanden, bin ins Fitnessstudio gegangen, bin dann auch aufs Feld gelaufen, bin am Abend nochmal joggen gegangen, nur dass ich nur falls ich überhaupt die Chance bekomme, ist ja nichts garantiert, also das kann ja sein, dass es dieses Jahr nicht geklappt hätte, habe ich gesagt, ich probiere nochmal alles, wenn es dann nicht klappt, kann ich sagen, hey, ich habe alles gegeben und wenn es klappt, umso mehr freue ich mich. Ja, das ist ja, glaube ich, auch für die Zuschauer interessant zu erfahren, wenn man dann zurückkommt, ist ja nicht so, dass du in diesem Programm irgendwie Unmengen an Geld verdienst, sondern wenn das Thema durch ist, kommst du nach Hause und bist auf dich alleine gestellt. Du musst trainieren, Geld verdienen. Lass doch mal die Leute da draußen wissen, wer ist David Bader eigentlich? Wo kommen deine Eltern her? Was hast du gelernt? Zu welchem Beruf bist du zurückgegangen? Und wie hast du es geschafft, tatsächlich Geld zu verdienen, nochmal einen Job zu haben? Frau und Kind hast du? Und dann sich noch auf potenziell auf dieses Riesending NFL vorzubereiten? Also, ich bin hier in München geboren. Meine Eltern kommen aus Togo und Ghana. Jetzt habe ich eine Frage vergessen. Was du gelernt hast. Achso, ja, genau. Ich habe einen ganz normalen Hauptschulabschluss gemacht, habe dann nochmal mittlere Reife nachgemacht, habe dann meinen Gas-Wasser-Installateur-Ausbildung gemacht, habe nebenbei alles Football gespielt, versucht, das Beste möglich so gut wie Football zu spielen, habe meine Ausbildung gemacht, habe eigentlich die ganze Zeit als Gas-Wasser-Installateur gearbeitet. Und jetzt habe ich versucht, gesagt, ich probiere es als NFL-Spieler und wenn es nicht klappt, das ist nicht schlimm, dann gehe ich ganz normal arbeiten und wenn es klappt, dann umso mehr freue ich mich. Hast du denn, als es letztes Jahr nicht geklappt hat, bist du zurück in deinen Job gegangen oder hast du gesagt, ey, ich fokussiere mich ein Jahr ausschließlich auf Football? Nee, ich habe am Anfang gesagt, hey, ich probiere es fürs Job und war natürlich, habe ich gesagt, hey, aber es war mir gar nicht so klar am Anfang, dass ich es nochmal machen will. Und dann stand ich irgendwann im Job und habe gesagt, hey, ich kann es einfach nicht mehr. Ich stand so kurz davor, was Großes zu schaffen. Ich kann nicht arbeiten. Und dann hat mein Chef gesagt, hey, tut mir leid, ich kann jetzt nicht noch, ich kann nicht einfach reinkommen und wieder arbeiten. Und das heißt, du bist zurück ins normale Leben gegangen und hast gesagt, scheiße, sorry Boss, ich muss es nochmal machen. Genau. Und dann habe ich gesagt, hey, ich kann es nicht mehr. Ich habe es nochmal gemacht. Du bist all in gegangen. Das hat sich auch gezahlt, Mann. Respekt dafür. Ey, ich weiß, die Story ist schon wieder mega geil, ne? Das ist unglaublich, ey. David, schieß mal los, Björn. Warte mal, wie bist du damals zu dem Pathway-Programm gekommen, vor, weiß nicht, 2,5 Jahren? Wie haben die dich gefunden? Hast du die gefunden? Erzähl mal, das interessiert die Spieler, die jetzt gerade in der gleichen Situation sind wie du und warten gerade vielleicht auch mal gesehen zu werden von diesem Programm. Also die NFL hat auch also ganz viele GFL-Spiele, sogar GFL-2-Spiele. Und wo sie Christian Sahler entdeckt haben, mit denen habe ich zusammen in Ingolstadt gespielt, haben gesagt, hey, wer ist denn der? Haben sie ein bisschen über mit nachgeschaut und nachgegoogelt und so weiter. Und dann, wo der Christian Sahler zu seinem Tryout in Deutschland gegangen ist, haben sie nachgefragt, hey, ob ich auch mitkommen will und so weiter. Habe ich gesagt, ja, das war das quasi bevor Christian Sahler hingegangen. Aber da wurde frisch meine Tochter frisch geboren oder kam glaube ich, noch. Ich sagte, ja, da kann ich jetzt nicht aber wegfliegen nach für ein paar Jahre nach den USA. Ich sagte, nee, nächstes Jahr vielleicht. Haben sie gesagt, ja, okay, bleib in Form, versuch weiter zu trainieren, versuch mir das Footballwissen anzueignen, dass du dann nächstes Jahr vielleicht eine Chance nochmal hast. Und als Jahr drauf haben sie mich dann nach Florida mitgenommen. Also damals war es noch, Adam Dirty war noch der, sozusagen, der dieses Programm gestartet hat. Jetzt ist es Will. Was mich natürlich auch noch interessiert und wahrscheinlich auch die Leute da draußen, die das gucken, wenn man dann in diesem Programm ist, vergleicht man sich auch mit den Spielern da drüben? Hast du den Draft verfolgt? Hast du geguckt? Weil du bist ja auch ein Rookie, wenn du reinkommst. So, das heißt, hast du mal geguckt, was machen die anderen Rookies, die meine Position spielen? Defensive End, sind die so groß wie ich? Sind die schwerer als ich? Three Techniques, wie schnell laufen die? Wie oft drücken die 100?
Hast du das so ein bisschen als Measuring Stick genommen für dich? In Amerika läuft der überall und vor allem auf dieser Highschool läuft der überall, gibt es irgendeinen riesen Fernsehen, keine Ahnung wie viel Zeit, und überall läuft nur Football und Baseball und so weiter. Natürlich, dann saßen wir beim Frühstücken, haben beim Draft von gestern angeschaut und so weiter. Wir haben alles verfolgt. Wir hatten Draft-Tapes auf dem Handy, auf dem Laptop, alles. Man ist da wie ein professioneller Footballspieler. Man schaut sich an, wie der sich bewegt, woran du dich besser verbessern kannst und so weiter. Also wir haben alles verfolgt. Ich glaube, wir haben jeden Spieler, der auf seiner Position war, verfolgt und versuchen, so gut wie möglich nachzumachen. Und wie würdest du dich vergleichen, was die Measurables betrifft, mit den Amerikanern auf deiner Position? Von Size, Speed, weil du bist ja sicherlich auch mal die 40 Yard gelaufen, hast sicherlich auch mal die 2,25 gedrückt. Vom Speed her glaube ich, das ist eher noch ein bisschen was Technik, wo die quasi die First Round Picks und zum Beispiel, wie heißt denn der 18er von LSU, der war auch da. Chaser. Genau, der war auch da, mit denen haben wir dieses Jahr trainiert. Der ist ja unglaublich schnell. Der ist auch Outside Linebacker und der ist unglaublich schnell mit Lambert zusammen trainiert. Der hat unglaubliche schnelle Hüften und so weiter. Klar, sind glaube ich so Sachen, wo ich arbeiten muss und an den Händen, wo ich sage, hey, da fehlt mir zwar noch ein Stück, aber das ist nicht so weit weg jetzt. Und vom Gewicht und Körper ist es, also von Kraft her, war ich genauso gut wie die First-Round-Picks. Habe auch die 225, 27 Mal gedrückt. Bin auch in die 4-9 gelaufen und so weiter. Oh, das ist auch sehr gut. Mit 300 ist Pfund ist das schon ziemlich amtlich. Das ist sehr, sehr gut und du bist drin. Auf was freust du dich? Auf was freust du dich, wenn die Corona-Krise vorbei ist und du darfst endlich nach Amerika fliegen? Nach Washington. Was ist noch, was du dich gerade so unfassbar freust? Ich glaube, ich wollte beim Leben lang, habe ich schon gesagt, egal ob ich es in der Welt schaffe oder nicht, will irgendwann mal leben gegen einen richtig guten, erfahrenen Veteran, O-Liner, 101 spielen. Man kann es halt nicht vorstellen, wie gut, oder in Deutschland kann man sich halt nicht vorstellen, wie gut sie sind, wie schnell sie mit den Beinen sind. Und so welche Sachen will ich halt einfach mal gegen die spielen. Keine Ahnung, ein Trainingscamp, das wollte ich mein Leben lang machen, gesagt, ein Trainingscamp gegen O-Liner, die so gut sind, von dem Fehler lernen und rausfinden, was ihre Schwächen sind, wo ich sie attackieren soll, wo ich sie ärgern kann. Und das war schon immer mein Ziel gewesen. Und das sind so Sachen, wo ich mich drauf freue. Du bist ja nicht nur das Training Camp da, du bist ja das ganze Jahr, die ganze Saison bist du am Start. Das heißt, du hast ja eine Menge Eindrücke zusammen, wirst in Washington leben. Was mit deiner Familie? Nimmst du Frau, Freundin, Kind mit? Bleiben die hier? Besuchen die dich? Nee, die werden mich besuchen. Also meine Tochter wird mich besuchen mit meiner Mutter. Ja. Komm, nochmal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, dass wir müssen mal das Pathway-Programm ein bisschen erklären. Wie viele Leute kommen denn pro Jahr in das Trainingscamp rein nach Florida und wie viele werden genommen? Also was war gerade, erzähl mal, wie viele wurden mit dir in das Programm dieses Jahr aufgenommen? Dieses Jahr haben die gesagt, die werden maximum 10 nehmen. Eher ein bisschen weniger, hieß es damals. Und letztes Jahr war es wahrscheinlich 7 Stück. Und es wird immer eine Division ausgesucht. Ich glaube, dieses Jahr wollen sie ein bisschen mehr nehmen. Vielleicht machen sie mehr mit Division, aber das ist halt alles noch nicht sicher. Und natürlich schauen sie halt die besten Athleten an aus der ganzen Welt. Also wir hatten dieses Jahr einen Chinesen, einen Mexikaner, Brasilianer. Chinesen? Ja. Welche Position hat der gespielt? Outside Linebacker hat er gespielt. Okay. Aber der hat auch 250 Pfund, ist eine 4-6 gelaufen, hat auch, glaube ich, 23 Mal gedrückt. Also es gibt auch richtig gute. Ja, mit dir ist ja der Sandro Platzkammer, der Österreicher, ne? Der österreichische Running Back, den müssen wir probieren, auch mal hier reinzukriegen. War die eng als Gruppe? War das irgendwie so, ey, du probierst meinen Platz zu klauen und ich probiere deinen Platz zu nehmen, ne? War da so die Competition jeden Tag so intensiv, dass du einfach gar nicht mit der Person gesprochen hast? Oder wart ihr alle doch ganz schön eng? Nee, wir waren alle eng. Also wir haben immer das ganze Wochenende verbracht. Wir haben uns immer Tipp gegeben. Wir haben den immer aufgebaut, auch wenn wir schlechtes Training hatten. Weil am Schluss des Endes, wenn du ganz alleine wärst, würdest du es nicht schaffen. Also das Training ist so hart. Das ist ein Riesenunterschied zwischen GFL und NFL oder man trainiert auf NFL-Niveau. Es ist unglaublich schwer. Also alleine würdest du es nicht schaffen. Und ich meine, jeder spielt gegen sich selbst und schaut, dass er seinen Platz bekommt. Das macht er für sich und das macht er nicht für den anderen oder versucht den anderen rauszuwischen. Ich meine, die anderen haben auch noch eine Chance, als Free Agent zugeteilt zu werden. Und jeder hat seine verschiedenen Ziele. Und wir waren aber immer eng, waren immer eine Gruppe, waren immer eine Unit. Wir sind zusammen nach dem Warm-Up zu den Positionstraining gegangen und so weiter. Der Letzte wurde immer gepusht, dass er es noch schafft. Deswegen waren immer eine große Unit. Das ist schon seit Jahren so. Und dafür steht der Programm, dass wir immer als Unit
zusammenarbeiten. Ja, ich habe eine Frage noch, weil es interessiert mich mega, wenn ihr ein Pärchen habt. Hau raus, ich verstehe das jetzt so, was ich alles mitbekommen habe. Wir haben darüber gesprochen, bevor wir das Interview angefangen haben. Die richtigen Richtlinien und Informationen sind sehr schwer zu finden im Internet, gerade von diesem Programm. Ich verstehe das jetzt so, du bist jetzt in dem Programm drin, ne? Du bist allocated, wie die das nennen, ne? Du wurdest platziert zu den Washington Redskins. Wenn du ins Trainingscamp gehst, kriegst du die Chance trotzdem, wenn du dich gut machst, wie der Jakob Johnson, einen normalen Kaderplatz zu bekommen, korrekt? Ja, genau. Das hat Jakob gemacht. Genau, also ich bin quasi aufgelistet als Free Agent. Also ich habe genauso Chancen wie jeder andere Spieler, übertrieben gesagt, auch eine Starting-Position zu kriegen. Genau. Ich versuche, ich kämpfe so lange, bis nach dem Preseason ist, dann wird ein Cut gemacht auf die 53 Mann und damit entschieden, ey, ob ich es schaffe oder ob ich ins Training in Practice-Squad komme. Und da kommt dann sozusagen, wenn du nicht das Kader schaffst und du wirst gecuttet, ne, wirst du aber automatisch in das Practice Squad aufgenommen und da kriegst du diesen einen extra International Practice Squad, also das Team kriegt das und das bist du automatisch und bist gesetzt genau. Für ein Jahr. Darfst du aber aktiviert werden während der Saison? Genau, darum geht's ja. Das war der Unterschied zwischen Jacob und dem Ding, der kam in den normalen Practice Squad, da darf man aktiviert werden. Wenn man aber im Preferred-Programm Practice Squad Platz hat, da darf man nicht aktiviert werden. Genau, okay. Also Jakob hat gesagt, ich brauche das Programm gar nicht. Ich bin gut genug, ich kann direkt ins normale Practice Squad rein. Genau. Aber das ist ja, das finde ich zum Beispiel cool, dass die euch die Zeit geben, weil du hast am Anfang des Interviews gesagt, dass wir internationale Spieler brauchen manchmal ein bisschen Zeit, einfach vom Footballerischen her, von der Technik her, ein bisschen Zeit zu bekommen. Du bist sehr athletisch, was du uns hier gerade alles gesagt hast. Oh. Und ich drücke dir die Daumen, ich bin ein riesen Fan davon und du hast einen Supporter auf jeden Fall. Ich glaube, du hast viele Supporter da draußen. Du hast es mit den Kuss-Emojis gesehen. Also viele Quests. Ich glaube, das sind immer noch welche auf dem Handy. Das ist unglaublich. Also, ich habe es gestern mal im Laufe des Podcasts gehört und dann wieder so, wow, das wird jetzt explodieren. Ja, die Kuss-Emojis aufs Auge sind großes Kino von den Bromantikern. David, lass mich dir noch eine Frage am Abschluss stellen und dann lassen wir dich auch wieder zu deiner Tochter gehen. Und ich hoffe, du hältst über das Jahr da ein bisschen Kontakt zu uns und durch uns zu dem Rest der Bromantiker. Die Frage, die sich natürlich mir noch stellt und wahrscheinlich die viele auch wissen wollen, wo siehst du dich, was sind deine Ziele jetzt fürs Training Camp, für das Jahr, deine Football-Karriere? Sagst du, ey, ich will mal hin und gucken, was passiert? Oder sagst du, ey, pass auf, ich will irgendwann mal active werden, ich will auch 3-4 Jahre wie Björn Werner machen? Oder hey, shit, ich will fester Bestandteil des Teams werden und vielleicht mal einen Super Bowl gewinnen. Was hast du so für Träume und Ziele? Wenn man es so weit geschafft hat, dann will man natürlich das Allerbeste haben. Natürlich will ich im ersten Jahr versuchen, so hart wie möglich das Team zu machen. Und wenn es dann nicht klappt, versuche ich natürlich das Jahr drüber so viel von den anderen zu lernen, dass ich im zweiten Jahr sage, hey, ich will unbedingt ins Team schaffen. Und wenn ich es im Team geschafft habe, dann kämpfe ich noch weiter für Starting-Position und Pro Bowl, alles möglich. Ich meine, warum nicht, wenn ich es schon so weit geschafft habe? Man lebt nur einmal. Da hast du es. Wenn das nicht ein perfekter Abschlusssatz ist für dieses Interview, warum nicht alles schaffen? Man lebt nur einmal. David Bader, wir drücken dir die Daumen. Ich glaube, du hast den Support von Björn, von mir, von allen Bromantikern und Deutschland natürlich auch. Bitte bleib uns ein bisschen erhalten. Wir wissen natürlich, dass du da sehr involviert sein wirst. Aber lass mal ab und zu was von dir hören. Die Bromantiker werden dir auf den Sack gehen. Björn, hast du noch was? Oder? Ja, warte, ich habe noch nichts. David Bader ist ein Bromantiker. Er ist ein Bromantiker. Hast du eine Lieblingsszene-Story aus dem Podcast, was du mit uns teilen kannst? Weil David hört uns zu. Ne? Hau mal irgendwas raus, was du sagst. Ich glaube, das Lust ist... Das Lustigste ist mit den Eiern von deinem Coach, wo du drüber geredet hast. Ey, da habe ich so lange gelacht, ich konnte nicht mehr. Ich musste echt aufhören. Ich habe eine Übung gemacht im Fitness. Ich musste aufhören. Es war einfach zu witzig, wo du Geschichte erzählt hast. Es war zu witzig. Du kannst uns ja, das Gute ist, das Internet funktioniert auch da drüben. Du kannst uns da auch noch hören. So, dann weißt du ja, wie jede unsere Sendung zu Ende geht, ne? Ja. Also, Herr Bader, noch irgendwelche letzten Worte? Tschüss mit dir.